Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von den schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Dem Format, wo ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den schlechtesten Karten aller Zeiten zähle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnen werde. Und schreibt mir auch gerne weitere Vorschläge für neue Karten in die Kommentare, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und bedenkt bitte, dass alle Karten nach dem heutigen Maßstab bewertet werden und nicht nach dem Maßstab von vor 10 Jahren, wo manche Karten halt noch sehr, sehr gut waren. Aber das ist halt heutzutage einfach nicht mehr der Fall. Deswegen, wie gesagt, bedenkt immer, dass die Karten nach ihrer aktuellen Stärke bewertet werden. Und deswegen sind hier auch viele Retro-Karten mit dabei, was aber teilweise ganz lustig ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge und wie gesagt, Vorschläge sind gerne gesehen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der ersten Karte. Und ich würde sagen, wir beginnen heute mit der Karte Göttlicher Drache Exelion, die ich noch gar nicht kannte bis vor kurzem. Die Karte hier ist Stufe 5, also das ist schon mal kein gutes Zeichen, weil die braucht ein Tribut. Die Karte ist Licht und Drache und hat die Werte 1500, 900 und den Effekt: Wenn diese Karte hier als Normalbeschwörung beschworen wird, erhält sie, wenn dieser Effekt aufgelöst wird, für jede Göttlicher Drache Exelion-Karte in deinem Friedhof einen der folgenden Effekte deiner Wahl. Kein Effekt hiervon kann mehrfach gewählt werden. Erstens, erhöhe die ATK dieser Karte um 1000 Punkte. Zweitens, falls diese Karte hier ein Monster deines Gegners als Ergebnis eines Kampfes zerstört, kann sie sofort ein weiteres Mal angreifen. Und drittens, wenn diese Karte hier ein Monster als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof legen sollte, füge den Lifepoints deines Gegners Schaden gleich der Höhe der ATK des zerstörten Monsters zu. Man muss sagen, all diese Effekte hier sind vollkommen okay. Der ATK-Push ist solide, 1000 Punkte, dann hat die Karte 2,5, ne? Das ist ein guter Wert. Und ja, dass man hier quasi mehrfach angreifen kann, ist auch schön, um beispielsweise Boards zu outen oder um einfach massiven Schaden zu machen. Und diese Karte hier könnte auch Burn-Schaden machen, um den Sack zuzumachen. Also wirklich alles vollkommen okay. Das Problem ist nur, diese Karte hier braucht massives Setup, ne? Weil die braucht nicht nur ein Tribut, nein. Man braucht sogar noch zwei weitere Exemplare von ihr im Friedhof, um sich hier zwei Effekte überhaupt aussuchen zu können. Und das musst du erstmal schaffen. Du musst die Karte quasi dreimal spielen, was bereits extrem Brick-anfällig ist. Und diese Karte hier gehört zu keinem Themendeck. Da musst du die zweimal erfolgreich millen, beziehungsweise naja, schon mal verloren haben irgendwie. Vielleicht sind sie ja schon mal gestorben oder so. Und dann muss man die Karte noch ein weiteres Mal rausbekommen, per Normalbeschwörung, um diese Effekte zu triggern. Und man bekommt nicht mal alle drei. Das ist einfach kein gutes Gesamtpaket, ne? Ich meine, was für massive Kosten musst du zahlen, um ein Monster zu bekommen, was wirklich nur minimale Effekte hat? Ich meine, in der heutigen Zeit können wir so viele Monster spielen, die ein Tribut kosten, die so coole Effekte haben können, dass sie teilweise an Instabins ranreichen, ne? Beispielsweise Majestätsunterwäldler oder so, kostet auch ein Tribut. Und Exelion ist genauso teuer und ist halt ein Beatstick mit 2,5 im Idealfall, der vielleicht doch mal angreifen kann und vielleicht mit ganz viel Glück, naja, einen Burn-Schaden macht, wenn man wirklich es schaffen sollte, die Karte noch zwei weitere Male zu spielen und in den Grave reinzubekommen. Ich denke, lohnen tut sich diese Karte auf gar keinen Fall. Und welches Deck, auch in der damaligen Zeit, ne, als die Karte rauskam, würde so eine Karte hier dreimal spielen wollen? Ihr wisst Bescheid, Freunde, die Karte hier brickt sich zu Tode. Und du musst so viele foolische Effekte spielen, um die Karte wirklich konstant im Grave zu haben, dass sich sowas niemals rechnen wird. Extrem lustige Karte eigentlich, aber ehrlich gesagt habe ich diese Karte hier, bevor ich das Video hier geplant hatte, noch nie gesehen. Also irgendwie scheint sie nicht so bekannt zu sein. Doch die nächste Karte ist schon deutlich bekannter, und zwar die Karte Maske der Furcht, und diese Karte hier ist eine steinalte permanente Zauberkarte, die wirklich ikonisch ist, mit dem Effekt: Wähle eine offene Zauberkarte auf dem Board, der Spieler, der die Karte kontrolliert, erhält in jeder deiner Standby-Phasen 500 Punkte Schaden, wenn die gewählte Karte vom Board entfernt wird, zerstöre diese Karte. Und da muss man wirklich fragen, ne, war die Karte jemals ernst gemeint? Also wirklich. Auch für damalige Verhältnisse war das unfassbar langsam und extrem Brick-anfällig. Ich meine, die meisten alten Maskenkarten waren ja nicht so toll, ne? Generell diese ganze Kartengruppe von den Masken und der maskierten Bestie und so, ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, das sind nicht gerade die besten Karten aller Zeiten. Aber die Maske der Furcht ist selbst bei dieser Kartengruppe noch mit die schlechteste Karte überhaupt. Ich meine, WTF, der Gegner muss wirklich eine offene Zauberkarte haben, die man auswählen kann. Sonst ist diese Karte hier komplett tot und nicht mal mehr aktivierbar. Was ziemlich drastisch wäre, weil ganz ehrlich, wenn so eine schlechte Karte noch bricken kann, ist das kein gutes Zeichen. Aber okay. Selbst wenn der Gegner eine Zauberkarte draußen haben sollte, bringt die Karte hier trotzdem fast nichts, ne? Ich meine, du machst jede Runde 500 Burn-Schaden. Du müsstest 16 Mal den Gegner hier mit Schaden machen, um damit zu gewinnen. Das ist so unfassbar langsam, es ist der Wahnsinn. Also wirklich,
16 Runden, das ist einfach nur peinlich. Nach 8 vollen Runden hat der Gegner erst 4000 Lifepoints verloren. Das sind Beträge, die er gerne zahlen würde, beispielsweise für so Karten wie das Todo oder Solemn Judgment, die halt null wehtun. Weil wenn der Gegner nicht stirbt am Schaden, dann ist der Schaden irrelevant. Und bis dahin ist diese Karte hier einfach nur lebendiges Minus. Und selbst in dem Fall, wo der Gegner quasi an dieser Karte hier zugrunde gehen würde, kann er doch einfach aufpassen, seine Zauberkarte irgendwie loszuwerden und dann stirbt die Maske hier einfach ebenfalls. Und das Schlimmste daran ist auch noch, der Schaden wird erst ausgeteilt in der eigenen Standby-Phase. Das bedeutet, man muss eine ganze Runde warten, um das erste Mal Schaden hiermit machen zu können. Und bis dahin ist die Maske wahrscheinlich sowieso schon tot. Oder auch nicht, weil der Gegner einfach sagt, okay, es ist mir sowieso egal, ob die Maske da liegt, weil ganz ehrlich, viel Schaden macht die nicht, ne? Also werde ich sie auch nicht los, weil sie ist kein Problem für mich. Und ja, deswegen muss ich sagen, ist die Maske auf jeden Fall eine Karte, die man null ernst nehmen kann. Ich glaube, die war auch nie so ganz ernst gemeint. Das ist halt so eine Anime-Karte, die wirklich unfassbar schlecht geschrieben ist. Und selbst in der heutigen Zeit gäbe es kein Einsatzgebiet für so eine Karte hier, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Burn-Karten, wie beispielsweise Wellenbewegungskanone, die ohne Probleme jede Runde 1000 Schaden machen können. Warum dann sowas hier spielen? Das macht einfach gar keinen Sinn. Doch die dritte Karte für heute ist mal wieder ein Effektmonster, das ein Tribut kostet. Und zwar die Karte Totaler Abwehr-Shogun. Und diese Karte hier ist leider Stufe 6. Sie ist Finsternis und sie ist Krieger. Und sie hat die Werte 1550, 2500. Also naja, sehr ungewöhnliche Werte. Und der Effekt, wenn diese Karte hier erfolgreich als Normal- oder Flippbeschwörung beschworen wird, wird sie in Death geändert. Diese Karte hier kann angreifen, während sie in Death liegen sollte. Und wenn diese Karte angreifen sollte, solange sie in Death liegen sollte, benutze trotzdem die ATK dieser Karte für die Schadensberechnung. Und da frage ich mich ernsthaft, wieso ist das so? Ihr kennt wahrscheinlich das Deckthema Super Heavy Samurai, ne? Das ist ein ganzes Thema rund um genau diese Mechanik. Man beschwört Monster in Death und die können in Death angreifen und die haben logischerweise extrem hohe Death-Werte, aber diese Monster greifen auch an mit ihrer Death und das ist hier nicht gegeben. Ich meine, der Shogun hier hat 2,5 Death, das wäre ja durchaus ein guter Angriffswert, aber nein, man greift an mit den 1550 und das ist halt fast gar nichts für ein Monster, was ein Tribut gekostet hat. Ich meine, ja, diese Karte hier liegt ganz gut defensiv da. Aber du kannst halt genauso gut theoretisch beispielsweise einen Summon Skull beschwören, der keinen Effekt hat mit 2,5 und den in Angriffsposition liegen lassen und der ist eine genauso starke Wall. Klar, wenn der besiegt werden sollte, bekommt man Kampfschaden, was ein bisschen schade ist, aber ist das so tragisch? Und ich meine ganz ehrlich, der kann zumindest auch noch angreifen. Ich denke, die Upside ist auf jeden Fall deutlich wichtiger. Von daher finde ich so eine Karte wie Summon Skull, die nicht mal einen Effekt hat, deutlich besser als den Total Defense Shogun, der einfach gar nichts vorzuweisen hat, außer diesen Effekt, dass diese Karte hier in Death gebracht wird und dann in Death angreifen kann mit ihrem schlechten Angriffswert. Ich meine, diese Karte hier hat keinerlei Bonuseffekte, ne? Das ist wirklich alles, was sie kann. Die ganzen Karten halt von Super Heavy Samurai, die haben noch Bonuseffekte obendrauf. Das ist quasi nur ihre Mechanik und sie haben dann noch weitere Effekte. Aber diese Karte hier hat ansonsten gar nichts vorzuweisen. Doch das gilt leider auch für die nächste Karte, und zwar die Umkehrbrille. Und diese Karte hier ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt, halbiere bis zur Endphase die ATK aller offenen Monster, die sich derzeit auf dem Board befinden. Und da frage ich mich wirklich, wo soll man das spielen? Ich meine, es klingt zunächst mal gar nicht mal so übel, ne? Du kannst damit beispielsweise ganz leicht Boards brechen. Ich meine, du kannst die Karte hinsetzen, wenn du First gehst, dann ist der Gegner dran, er macht seinen Spielzug, dann möchte er angreifen und du könntest da quasi schon die Umkehrbrille benutzen, um dich zu schützen, aber das ist halt nicht so gut. Aber wenn du wartest, bis du wieder dran bist, kannst du quasi sofort die Karte umdrehen, alle Monster des Gegners werden halb so stark, dann kannst du deinen Zug machen, deine Monster, die du quasi danach dann beschwörst, bleiben so stark, wie sie sein sollten und dann kannst du den Gegner brechen, ohne Probleme. Das ist hier quasi der Plan, doch die Frage ist halt so ein bisschen, rechnet sich das? Ich meine, wir haben heutzutage so Karten wie beispielsweise Utopia the Lightning, Utopia Double, Boreal Sword und, die einfach ganz, ganz viel Schaden machen können und Bots einfach extrem leicht outen können durch ganz normale Angriffe. Und da kann die Umkehrbrille überhaupt gar nicht mithalten. Wir reden hier von Angriffswerten bis hoch zu 10.000 Punkten. Also da ist so eine Halbierung für den Gegner nicht wirklich aussagekräftig irgendwie. Weil den Gegner zu übertrumpfen mit seinen Angriffswerten ist heutzutage keine Challenge mehr. Das kann jedes Deck. Von daher ist das eigentlich kein Grund, diese Karte hier zu spielen. Und als defensive Karte, um sich zu schützen, ist die Karte ganz kritisch, ne?
weil du halbierst halt auch deine eigenen Monster, ganz wichtig, wenn der Gegner angreifen sollte, um dich zu töten. Dann spiel doch einfach Spiegelkräfte. Und ich meine, selbst die sind heutzutage nicht mehr so gut, ne? Aber die sind 10-mal besser, als die Umkehrbrille jemals war. Von daher muss ich sagen, diese Karte hier kann ich nicht allzu gut bewerten, weil es gibt gar keinen Grund mehr, so eine Karte zu spielen. Für einen Anfänger mag die Karte erstmal sinnvoll klingen, aber ich muss sagen, wenn man länger drüber nachdenkt, ergibt sich kein sinnvolles Einsatzgebiet mehr und die Karte landet leider in diesem Format hier und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Doch die letzte Karte für heute ist eine Negation aus einem Themendeck und zwar die Karte Naturia Blood und diese Karte hier ist ein Stufe 1 Monster mit der Eigenschaft Erde und der Typen Pflanze und diese Karte hier ist ein Tuner Monster mit den Werten 200, 300 und dem Effekt, du kannst diese Karte hier und ein Naturia Monster als Tribut anbieten, um die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte deines Gegners zu annullieren und die Karte zu zerstören. Und das klingt wunderbar. Wenn diese Karte hier von irgendeinem anderen Themendeck wäre, würde ich diese Karte auf gar keinen Fall auch nur jemals in diesem Format hier erwähnen. Auf keinen Fall, weil der Effekt hier ist ja vollkommen gut, ne? Keine Frage. Du gehst zwar minus 1, okay, aber du kannst jedes Spell negieren und jede Trap negieren. Doch wir reden hier von Naturia. Ich meine, wenn du diese Karte draußen haben solltest als Tuner und wenn du dann noch ein weiteres Naturia-Monster haben solltest, dann kannst du doch normalerweise easy auf Naturia-Ungeheuer gehen und beliebig viele Zauberkarten aufhalten. Dann kannst du zwar nicht Zauber- und Fallenkarten aufhalten, aber willst du das überhaupt? Ich denke, da wäre es fast immer besser, einfach sofort auf das Ungeheuer zu gehen. Und wenn du Fallenkarten loswerden möchtest, dann geh auf Barkion. Ich meine klar, ne, du brauchst dafür logischerweise gezielte Stufen dann. Es geht dann nicht mit jedem Naturia-Monster. Aber trotzdem würde ich deswegen auf gar keinen Fall das Blatt spielen, weil das Blatt ist halt wirklich anfällig. Diese Karte hier hat nur 200, 300. Wenn der Gegner Angst haben sollte vor dieser Negation, dann normelt er irgendein Monster hin, geht in die Battlephase, tötet das Blatt und aktiviert dann seine Zauberkarte. Und dagegen kann man nichts tun. Ich muss also sagen, dadurch, dass diese Karte hier so schwach ist und dann noch in einem Thema gespielt wird, was halt einfach sehr, sehr leicht durch das Blatt und ein weiteres Naturia-Monster viel, viel krassere Negations raushauen kann, muss ich diese Karte leider in diesem Format hier erwähnen. Bisschen schade eigentlich, weil an sich wäre diese Karte hier bei anderen Themendecks vollkommen okay gewesen. Nicht allzu krass, aber zumindest okay. Aber so kann ich diese Karte hier auf jeden Fall nicht verschonen, weil ganz ehrlich, in welcher Situation würde man da quasi nicht sofort auf das Ungeheuer gehen? Das ist einfach mega unrealistisch. Und diese Karte hier müsste auf jeden Fall ein bisschen stärker sein. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Die schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne eure Vorschläge für weitere Karten in die Kommentare und ihr könnt mir auch jederzeit schreiben, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender, ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard, links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein, bis bald, tschüss.